Gerade vor zwei Wochen, wo wir hier etwas Kleines gefeiert haben, möchte ich euch, liebe Church und alle, die jetzt nicht da sind und einen Beitrag haben, von ganzem Herzen danken sagen, weil ich an diesem kleinen Bäumchen, wo ihr dort seht, da sind so viele Herzensbotschaften dran gewesen, dass ich den halben Flug auf Portugal am Lesen war. Oh, das hat mein Herz sehr berührt. Ich danke euch von ganzem Herzen. Mega schön, mit euch unterwegs sein, für euch da sein. Also wirklich, man kann es nicht überbieten. Man kommt immer mehr zurück, über, als man gibt. Was für ein Segen. Halleluja. Yes. Firestart, das ist das Thema. Wer hat können ein Feuerchen starten in den letzten zwei Wochen? Wer hat den Eindruck, er hat können? Jetzt trauen wir uns natürlich nicht, oder? Wenn ich jetzt frage, wer hat das Feuerchen gelöscht? Nein. Aber wer hat ein Feuerchen starten? Fragt der Herr. Haben können ein Feuerchen starten? Sind ihr als Firestarter unterwegs gewesen mit dieser Sicht, mit dieser Optik? Wo könnte ich ein Feuerchen anzünden? Wer ist das gewesen? Doch? Ja? Noch mehr? Sind nur so wenig? Haben die Predigt ernst genommen? Müsst ihr ernst nehmen? Ist ernst gemeint? Also nur 3 von 50? Nein, es sind ein bisschen mehr. Aber wirklich, es ist mega wichtig. Ich bin wirklich mit dieser Optik unterwegs, wo möchte der Herr durch mich ein Feuerchen starten? Gut, frage etwas anderes. Bei wem hat jemand anders ein Feuerchen gestartet? Ja, komm jetzt. Brothers and sisters. Ah, es blendet, darum. Es ist ein Meer von Händen, aber es blendet mich. Ich weiss, dass ihr dran seid, weil ich höre Feedback, aber lasst uns das noch mehr zu Herzen nehmen. Dass, wenn ich das nächste Mal frage, dass wirklich alle sagen, ja, das war meine Erfahrung. Ich habe ein Feuer gestartet und ich habe es erlebt, wie auch jemand in mir ein Feuer gestartet hat. Weil Leute, das ist der Power. Halleluja. Könnt ihr euch noch erinnern an die Botschaft vom Feuer Gottes, das auf Menschen fällt? Das fällt von da auf Menschen. Das fällt auf Menschen. Ich zeichne jetzt hier ein Menschli zeichnen. Da. Juhu. Das ist ein Menschli. Und das ist on fire! Huhu! Alles brennt an dem Menschli. It's on fire. Halleluja. Und könnt ihr euch erinnern, wie Jesus seine ersten Jünger berufen hat? Das war nämlich spannend. Oder besser gesagt, wie sind sie zu Jesus gekommen? Es war nicht so, dass Jesus jeden Einzelnen gepflückt hat. Es sind Einzelne, zum Beispiel der Philippus hat er direkt angesprochen. Aber der Philippus ist uns ein relativ unbekannter Jünger, oder? Aber wie ist dann der Petrus zu Jesus gekommen? Ja, der Petrus ist durch seinen Bruder Andreas zu Jesus gekommen. Also der ist angezündet worden vom Andreas. Und wie ist dann der Andreas zu Jesus gekommen? Wer weiß es noch? Durch Johannes den Täufer, genau. Der Johannes den Täufer hat nämlich gesagt, hey ihr beiden, das ist im Fall das Lamm Gottes, mit dem müsst ihr gehen. Und Andreas und wahrscheinlich Johannes haben gesagt, Jesus, können wir mit dir sein? Und er hat gesagt, kommt und schaut, wo ich wohne. Kommt und schaut, komm und sieh, hat er gesagt. Und dann sind sie einen ganzen Tag bei ihm gewesen. Und das war die erste Berührung mit Jesus Christus, mit dem Messias. Und später haben wir es dann wieder gelesen, wie er zum Beispiel dann vorbeigelaufen ist, wo sie am Fischernetz flicken waren. Und dann hat Jesus sie berufen. Aber vorher ist eine Begegnung gegangen, wo jemand sein Feuer auf jemand anderes gegeben hat. Das kann jeder von uns, stimmt's? Das ist die höchste Berufung. Dein Leben wird nie kostbarer und wertvoller sein für dich in den Augen von Gott und auch für alle anderen, als wenn du die Liebe Gottes durch dich durchfliessen lässt. Halleluja. Halleluja. Weil das Kreuz Gottes hat nicht nur eine horizontale Ebene, wo wir direkt mit Gott verbunden sind, sondern sehr, sehr offen. Ich habe euch auch mein Zeugnis erzählt. Braucht es Menschen, die bereits die Liebe erfahren haben, die dir ein Beispiel geben und dir die Liebe ins Herz hineinlegen. Weil durch das kommst du Wert im Leben über. Durch das kommst du vielleicht das erste Mal überhaupt in deinem Leben ein Gefühl über, wie es ist, wenn du einfach angenommen bist. Wenn du einfach geliebt bist. Und das ist schlussendlich das, was der Vater im Himmel für uns bereit hat. Halleluja. Und das haben wir in ein paar Bibelverse jetzt da, möchte ich das mal zusammenfassen. Es hat noch viel, viel mehr. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, wo wir Gelegenheit haben. Seht ihr darum meine Frage am Anfang? an allen Gutes tun. Besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Also da musst du gar nicht weit laufen, da kannst du links und rechts schauen und kannst starten. Halleluja. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Mega stark.
Die Liebe macht uns vollkommen. Wir mögen vieles gut machen, wir mögen eben vielleicht sogar on fire sein, aber dann, wenn die Liebe sichtbar wird in deinem Leben, dann nachher sagt Jesus, jetzt haben wir das Band von der Vollkommenheit, weil die Liebe durch uns durchfließt und links und rechts erreicht. Hammer. Und Jesus hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Er hat gesagt, das ist im Fall neu. Das habe ich heute Morgen wieder gedacht. Das haben wir doch eigentlich schon im Alten Testament gehabt, oder? Liebe deinen Gott. Und Jesus sagt jetzt, schau, es ist ein neues Gebot. Und ihr sollt euch so lieben, wie ich euch geliebt habe. Und logischerweise hat das erst Jesus können bringen. Weil er ist die Liebe Gottes in Person. Die Liebe Gottes, die man anschauen konnte, anlangen, die einen Duft hatte, die konnte lachen, weinen, ein Mensch wie mir. Aber perfekt. Und er sagt, liebt euch so und nehmt euch so an, wie ich euch angenommen habe. Das ist mega stark. Und ich habe mir gerade heute Morgen gedacht, das wäre einmal eine Hammerstudie, eine Botschaft, zu verstehen und zu schauen, was ist die Liebe Gottes? Wie äußert sich die Liebe Gottes? Und deckt sich das Bild, wo Jesus und das Wort Gottes uns von seiner Liebe vermittelt, mit dem Bild, das wir von Liebe haben? Vielleicht mache ich das. Er sagt, jeder Mann wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und genau das haben wir auch erlebt letzte Woche. Wir sind Jünger-Family, wir sind zusammen, wir haben uns natürlich gern, wir sind eine Einheit, wir strahlen das aus. Und Leute, die wir auf sie treffen, die spüren etwas, wo sie tiefe Sehnsucht haben. Weil jeder Mensch will angenommen werden. Und wenn du auf ein paar Jünger triffst, auf Kind Gottes, die sich von Herzen lieben, die einander den Respekt und die Liebe geben, die göttliche Liebe, dann ist es mega anziehend. Weil das kann die Welt ganz sicher nicht bieten. Ja, ich möchte auch am Exi Danke sagen. Da haben wir nochmal den Dank. Da, danke Exi, ich habe deinen Preach gehört. Ich kann so müssen lachen. Das ist das Erste, was ich dann gemacht habe, als ich eine Ecke Zeit hatte in der Schweiz. Ich habe am Exi seinen Preach gehört über die Güte Gottes. Und Exi, danke vielmals. Und ich finde seinen Einstieg so cool. Er hat gesagt, er hätte irgendeinen Blindarm rausnehmen müssen. Und dann hat er, erzählt, wie er im Spital war und wie er es einfach aus Gottes Hand annehmen konnte. Und wer den Exi nicht so gut kennt wie ich, es stimmt im Fall jedes Wort, das er sagt. Er ist wirklich so entspannt. Er ist wirklich relaxed und er macht aus jeder Situation einfach das Beste. Und das war so cool gewesen. Und du hast nachher einen Bibelvers gelesen aus dem Titus, was heisst, als die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Ich habe das im Auto gehört und dann habe ich ihn gehört, das lesen, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Und dann habe ich eine Vision gehabt, also ich habe die Augen offen gehabt, meistens. Aber in mir ist etwas abgelaufen. Jesus, die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, ist in Jesus sichtbar geworden. Und dann habe ich in das Leben von Jesus hineingeschaut, so verschiedene Stationen gesehen, wo er auf die Welt gekommen ist, als Baby. Und wir haben ja da jetzt auch ganz viele Babys. Und vorher ist übrigens Johannes hineingelaufen, nicht der Täufer, aber er wird sicher auch mal taufen. Ganz stolz, ist er gar nicht gewusst, dass er schon laufen kann. Das ist der Hammer, das werden wir jetzt öfters erleben. Erster Schritt, so cool. Und ja, was wollte ich eigentlich sagen? Menschenliebe, genau, habe ich gesehen, Jesus war einmal ein Baby. Jesus hat einmal seinen ersten Schritt gemacht. Bist du dir das bewusst? Der ist einmal aufgestanden und wieder umgekehrt. Und wieder aufgestanden. Er musste lernen laufen. Und schon dort ist die Freundlichkeit und die Menschenliebe vom Vater auf ihm und sichtbar gewesen. Mega. Und dann habe ich verschiedene Stationen gesehen, wie er dient hat, wie er den Jünger dient hat. Aber auch seine Reden, aber auch seine Konflikte, die er drin gestanden ist, wie er auch sehr harte Worte gebraucht hat. Und trotzdem läuft das alles unter Freundlichkeit und Menschenliebe. Und dann die Szenen am Kreuz. Szenen am Kreuz, wo Jesus am Kreuz hängt. Und da die Hände, die Arme offen.
Und da Jesus, oder, ich mache jetzt nichts, aber ihr könnt es euch vorstellen, angenagelt, aber so. Und dann hatte ich eine Vision und habe gesehen, aha, Jesus am Kreuz. Ja, der kleine Jesus, den wollte man in die Arme nehmen, gell? Wenn man sich getraut hat, hat man Gott noch in die Arme nehmen. Kurze Zeit hat man das können, als er ein Baby war. Ja. Ein kleiner Bub hat man ihn in die Arme nehmen. Und dann aber auch unter den Jüngern, ich weiss, er hat seine Jünger auch umarmt. Er war ihnen auch nahe gewesen. Sie haben ihn berührt und Salbung und Kraft ist von ihm geflossen. Aber dann ist er am Kreuz gegangen. Er hat blutet, ist gestorben und dann hat er seine Arme so weit offen gehabt wie nie. Er hat seine Arme so weit offen gehabt und so lang hat er seine Arme noch nie offen gehabt in seinem ganzen Leben. Das war der Moment, wo er stundenlang so da war, mit den offenen Armen. Und das ist die Einladung und das ist die Menschenliebe, die Freundlichkeit in einem Bild, in einer Vollendung, wo man nicht weiss, ob man jetzt hingehen oder nicht. Kann man hingehen? Darf man hingehen? Das Blut, der Mensch, der leidet. Aber Jesus sagt, komm zu mir, meine Wunden machen dich heil. In meinen Wunden bist du geheilt. Komm zu ihm in seine Arme. Das ist mir abgegangen, als du preached hast und das ist so stark. Und genau das möchte ich heute weitermachen, weil Jesus ist der Firestarter mit den offenen Armen. Der verwundete Jesus, den wir umarmen dürfen. Und dann das letzte Bild von Jesus ist mir auch wie in einem Film abgegangen, wo er jetzt als verherrlichter Jesus beim Vater ist. Er ist verherrlicht. Er hat den neuen Leib, er ist ja der erste Adam, respektive der zweite Adam, wo wieder ins Bild vom ersten Adam zurückverwandelt worden ist. Und das ist der Hammer. Und er ist jetzt im Himmel, Jesus. Und er betet für dich. Er betet jetzt für dich. Gib nie auf, sei nie entmutigt. Jesus betet für dich. Wer willst du als Fürbitter heute im Leben? Jesus, du hast es. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Jesus hat so viel gegeben und du hast auch so viel zum Geben. Du hast so viel zum Geben, wenn du deine Arme aufstreckst wie Jesus. Und da möchte ich ein paar Stichworte hineingeben. Was kannst du geben? Wertschätzung kannst du geben. Das ist so ein Wort, so ein bisschen abgegriffen, gell? Wertschätzung. Will man immer haben, will man vom Chef haben, im Form von Gratti. Wertschätzung will jeder haben, weil das lüpft einem auf, oder? Aber die göttliche Wertschätzung, die du kannst haben, die ist ganz speziell. Weil du und ich, wir wissen, dass wir alle sind im Ebenbild von Gott gemacht. Und jetzt bitte ich euch noch mal ein bisschen umzuschauen. Ich weiss, es ist manchmal ein bisschen unangenehm, aber schaut noch mal ein bisschen um, weil da seht ihr eben Bilder von Gott. Und das ist doch mal gigantisch, oder? Also das müsst ihr euch mal reinziehen. Habt ihr alle eure 360 Grad Eulen, Schneeeulen, Kopftrüllung gemacht? Das ist der Grund und das hilft mir am allermeisten, um die Wertschätzung am Menschen zu geben, den er auch wirklich verdient, indem ich mich einlogge bei Gott, Vater, durch den Heiligen Geist und dann mit seinen Augen schauen darf. Klingt mir auch nicht immer, ist logisch. Aber es ist extrem kraftvoll. Wertschätzung. Wenn du jemanden wertschätzen tust, und das kannst du ohne Wort machen, einfach indem dass du jemanden bewundern tust. Hast du auch schon jemanden bewundert? Du schaust eine Person an und bewunderst die Person. Du denkst, wow, das ist jetzt ein schöner Mensch. Mega ein schöner Mensch. Manchmal muss man auch ein bisschen länger schauen, bis man etwas Schönes findet. Aber das liegt dann weniger an der Person als an einem selber. Dass man vielleicht noch nicht so ein geschultes Auge hat. Ich erzähle euch hoffentlich, wenn ich dazu komme, nachher noch eine Geschichte. Aber das hat so eine Power. Und Menschen merken das. Und ich habe euch das sicher schon ein paar Mal erzählt, das Geheimnis, wo die Kinder noch klein waren und auch jetzt noch. Jetzt sind sie natürlich schon ein bisschen ausgeflogen, aber wenn sie in meiner Nähe sind, und besonders wenn sie klein sind, oft habe ich sie angeschaut und bewundert und nichts gesagt. Und das hat einen Wert in ihr Leben hineingegeben. Weil der Mensch gehört auch ohne zu hören, ohne Töne. Er gehört, er spürt. Und wenn du jemanden wertschätzen tust, dann spürt das die Person. Und sie kommt ein bisschen näher zu Gott. Und das kann jeder von uns machen. Das ist nur ein Beispiel.
ähnlich wie das ist Interesse zeigen. Ja, wenn du jetzt hier in die Celebration reinläufst, oder? Hat es jene Leute und alle sind irgendwie ein bisschen aktiv und fröhlich, aber ich sage dir, nicht alle fühlen sich so. Weil in eine Church hineingehen, überhaupt in eine Gemeinschaft hineingehen, es muss gar nicht eine Church sein, eine Gemeinschaft im Allgemeinen, kann recht Stress auslösen. Weil du kommst in eine Crowd hinein, wo die Leute schon connected sind, die miteinander reden, machen und tun, und du kommst vielleicht rein, alleine, und du bist da und du weißt nicht, wie findest du jetzt rein, oder? Und du versuchst dein beste Lächeln aufzusetzen, oder? Oder schleichst ein bisschen rum, oder sitzt an und liest etwas, oder keine Ahnung. Aber wie ist es, wenn jemand zu dir kommt und dann plötzlich Interesse zeigt? Und wie können wir Interesse zeigen an einer Person? Ganz sicher mal in der Art und Weise, wie wir jemanden begrüßen. Auch wieder mit dieser Wertschätzung. Aber dann geht es weiter. Fragen stellen ist wirklich eine super, super Sache zum Interesse zeigen. Und zwar Fragen, wo man ernst meint. Nicht einfach irgendwie, ja, wie geht's und dann weiterlaufen. Oder was hast du gestern gemacht und weiterlaufen. Sondern Fragen stellen ist eine Kunst, muss auch mit dem Heiligen Geist gemacht werden. Jesus hat immer Fragen gestellt. Und mit seinen Fragen hat er wirklich, wirklich, wirklich den Menschen den Wert und die Aufmerksamkeit gegeben. Stell dir mal vor, Gott stellt dir eine Frage, der Messias stellt dir eine Frage. Er stellt dir eine Frage. Und das ist wirklich der Hammer. Und das kannst du auch, du kannst Interesse zeigen an den Menschen. Ich meine jetzt nicht, dass du dich irgendwie unangenehm in ein Leben hineindrängst und Fragen stellst, die unangebracht sind und dich aufdrängst. Aber find mit dem Heiligen Geist raus und entwickle das Feingefühl, wie du kannst Menschen durch Fragen, durch Aufmerksamkeit, durch Interesse Wert ins Leben hineingeben. Und du wirst sehen, mit diesen einfachen, sage ich mal, Actions, wie der Exi gesagt hat, von der Güte, von der Liebe, bringst du am Ende des Tages für Gottes in Menschenherzen, ohne dass du das eigentlich merkst. Das ist mega stark. Ein offenes Ohr haben zu Gott ist auch so etwas, wie du kannst etwas weitergeben. Einfach jede Person, die du mit ihr redest, hat ja Gott lieb. Gott liebt ja den Menschen von ganzem Herzen. Und wenn du mit dem Geist, mit Gottes Geist verbunden bist, dann spürst du auch Gottes Liebe für die Person. Das sind wir eigentlich beim Punkt 1, Wertschätzung, beim Ebenbild. Und dann bedeutet das auch, dass du möglicherweise auch ein Wort Gottes für die Person kannst du ins Leben hineinlegen. Also zum Beispiel, wir haben ja bitte gehabt, dass ihr eure Eindrücke schickt per WhatsApp und wir würden dann die unseren neuen Geschwistern in Faro weitergeben. Und das haben wir auch gemacht. Es sind einige Worte reingekommen, jetzt nicht extrem viel, aber sehr, sehr treffende. Und ich habe auch Gott gefragt, wann soll ich sie platzieren, die Worte Gottes? Das ist ja auch wieder immer eine Frage. Wann platzierst du etwas? Und Gott hat es mir wirklich deutlich gesagt, wie, wann, wo, was. Und am zweiten Tag war es, glaube ich, und am dritten sein, aber ein bisschen warten habe ich müssen, habe ich am Morgen am Ehepaar in der ersten Session, wo wir ein bisschen geworshippt haben, das Wort Gottes hineingegeben. Jetzt noch eine kleine Frage. Brennt die Lüftung noch? Super. Danke. Heißer als an der Sonne ist es da unten. Und das war der Moment, wo ich ihnen gesagt habe, da hat das Geschwister, die hat das Wort hineingegeben und für euch, und habe ich es ihnen vorgelesen, und die Frau ist sofort in Tränen ausgebrochen. Weil sie sind mit dem Auto gekommen und Kelly und die Person haben im Auto genau über die Problematik geredet. Und dann kommt die Bestätigung in Form von einem Versprechen von Gott in ihr Leben hinein. Extrem kraftvoll. Ein offenes Ohr hat zu Gott. Wie stark ist das? Wenn Leute in dein Leben hineintreffen und einfach das treffende Wort zur richtigen Zeit haben, und Leute, können wir das alle? Also wenn ich euch das nächste Mal frage, wer hat das Feuerli gestartet? Dann strecken wir alles in die Luft, alles, was wir haben. Weil wir können es. Lass es uns machen, weil das ist Power. Das ist Power und so ein einfaches, prophetisches Wort, das tüpft, löst so viel Leben aus in einem Menschenleben. Jesus hat das die ganze Zeit gemacht. Er hat einfach ein Wort ausgesagt. Einige sind überliefert, viele nicht. Und Petrus hat einfach gesagt, du bist jetzt übrigens der Fels. Nathanael hat gesagt, hey, du bist im Fall ein wahrhaftiger Israelit. So hat er Wert verteilt und hat Menschen fliegen lassen. Weil, ja,
In der Zunge ist das Urteil über Tod und Leben. Und du kannst mit deiner Zunge so viel Leben schaffen. Was habe ich denn noch? Hilfe anbieten, immer gut. Ganz etwas Praktisches. Hilfe anbieten, wo Menschen Hilfe brauchen. Und das ist auch ein Akt von dieser Liebe, was Jesus gemacht hat. Er hat seine Hilfe gegeben und du streckst deine Hände aus und Hilfe kommt von dir zu anderen Menschen. Mega cool. Mega cool. Habe ich selber oft erlebt, dass wir Hilfe bekommen haben. Und das ist einfach extrem wohltuend. Das tüpft nochmal etwas anderes, wenn du plötzlich praktische Hilfe bekommst. Zum Beispiel, kommt man gar nicht hin, wo ist Bruder Matthias? Da ist er. Er ist ja, bevor er zu der Polizei gegangen ist, Gärtner gewesen, gell? Landschaftsgärtner. Und ich habe ihn noch nicht lange gekannt. Da sagt er, hey Hans, ich habe frei und ich würde sehr gerne zu dir und zu Anita kommen und einfach mal einen Tag mitschaffen. Er hat einfach seine Arme hat er uns angeboten. Dann ist er gekommen und dann hat er einfach gebaut für uns. So krass. Das hat gut getan. Halleluja. Das können wir alle. Und das ist sozusagen die Königsdisziplin, wo das alles umrandet. Gastfreundschaft. Sagt uns die Bibel Gott immer wieder durch sein Wort. Sind gastfreundlich. Ihr könntet den Engel beherbergen. Und in der Gastfreundschaft, das ist Gastfreundschaft etwas anderes, als dass du Menschen annimmst. Dass Menschen bei dir wohl sind. Ob sie jetzt bei dir wohnen lässt, oder ob sie zum Essen einlatscht oder ob mit ihnen nachher ansitzt in der Cafeteria, wenn irgendjemand etwas isst. Gastfreundschaft heisst, hey, ich bin für dich da, ich teile mit dir, iss von meinem Töpfli. Was immer das bedeutet. Mega Power. Also meine Frage ist, Halleluja, was hast du zu geben? Haben wir nicht extrem viel zu geben als Church? Und Leute, wir machen das und wir fahren in dem Vorbild. Das ist keine Waffe. Das ist eine Keimwaffe für echte und wahre Jüngerschaft und zum Ausbilden von Disciples und zum Fischen von Disciples. Übrigens, hey, habt ihr das gewusst? Der Jesus hat doch an Petrus gesagt, du bist ein Menschenfischer. Wisst ihr, wo das steht im Alten Testament? Steht dort schon. Hä? Wo? Im Matthäus? Im Alten Testament steht es noch. Ist der Hammer, ich sage es euch nicht. Ich mache es wie der David Parson. Das habe ich von ihm gelernt. Sagen die coolen Bibelstellen nie, aber nachher heisst es noch «und Menschenjäger». Okay, reden wir nächste Woche darüber. Ich habe es erfahren durch die Anita, sie liest mir immer die Bibel vor am Abend. Das ist der Hammer. Da komme ich an Stellen vorbei, und gar nicht gewusst, was es die gibt. Jetzt, das ist so, was können wir machen? Ich möchte jetzt eine Frage eingehen, an wem sollen wir ein Firestarter sein? Welchen Personen sollen wir dienen? Und da war der NOP am Freitag, da ein Hammerabend und Leute, ich weiss, der Freitagabend, der ist dann plötzlich da, der Monat ist zu Ende und du denkst, oh nein, ich gehe doch nicht. Aber viele sagen, oh cool, ich gehe. Und Leute, wir haben die 15 noch nicht ausgereizt. Bitte komm nächsten Freitag in einem Monat. Und komm an den NOP. Es ist ein Erlebnis, es ist Chile, wie wir in der besten Form, wie wir es kennen. Also es gibt noch Besseres, aber so wie wir es jetzt erleben, das ist wirklich High-End. So stark, wie Gott reinredet, prophetisch und mega stark. Und dort habe ich eben auch ein Wort bekommen von einem Bruder, der hat es einfach reingegeben und das habe ich gewusst, dass das passt heute mega rein. An wem kannst du ein Firestarter sein? Lukas 14, da heißt es Demut und wahre Wohltätigkeit. Er sagte aber zu den Gästen ein Gleichnis, weil da ist er ein Konflikt gestanden mit den Pharisäern. Da er bemerkte, wie sich die ersten Plätze aussuchten und zu ihnen sprach. Also musst du dir vorstellen, Jesus musste Leute korrigieren, weil es ein Festessen war und die Leute haben sich angedrängt und haben sich einfach schon mal die besten Plätze reserviert. Sehr cool, he? Natürlich würden wir das nie machen, oder? Eben. Und Gumpi jetzt drüber. Und nachher sagt er, und übrigens, sagt er am Schluss, wenn du ein Mittag- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern, wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein, so wirst du glückselig sein, weil sie dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten.
Also ich ziehe das jetzt weg von dieser Situation, wobei das ist wirklich auch richtig. Man sollte wirklich Menschen einladen, die total unerwartete Einladung bekommen. Aber letztendlich, jetzt abgebrochen auf unsere Situation, wir haben nicht jeden Tag die Möglichkeit, ein Gastmahl machen für Leute, die nicht mehr laufen können, lahme, Krüppel, Blinde etc. etc. Bedürftige. Aber er sagt, schau, denk nicht an dich zuerst. Denk nicht an deinen Vorteil. Lauf nicht mit dem Mindset um, wer könnte mir jetzt etwas bringen? Mit wem könnte ich jetzt eine Beziehung anfangen, die mich stärken würde? Oder wer wäre mir sympathisch? Oder? Wer wäre wie ich? Wer ist würdig für mich? Es gibt übrigens, und das ist Good News, es gibt übrigens von jedem Mensch 7 Doppelgänger. Ja, ja, ja. Das habe ich gesehen in einer YouTube-Dokumentation. Und das ist der Hammer. 2 Doppelgänger in England haben sich getroffen, die genau gleich ausgesehen. Der eine war zwar 5 Jahre älter, aber die genau gleich. Und die haben etwa die ähnliche Frau zur gleichen Zeit geheiratet und etwa die ähnliche Ausbildung gehabt. Und kennengelernt haben sie sich, weil der eine ist, glaube ich, in die Nähe von seiner Tochter gezogen und ist dann ein bisschen spazieren. Und dann ist er immer irgendwie mit Frank angesprochen worden, wenn er zum Metzger geht. Hi Frank! Und so. Irgendwann ist er dann mal in einen Altersausflug gegangen und dann hat er seinen Doppelgänger getroffen. Das ist der Hammer. Und 2 andere, der eine aus Polen, der andere weiß ich nicht woher, beide Nachtclubsbesitzer, beide genau gleich ausgesehen. Und jetzt bin ich natürlich, das ist ein Aufruf jetzt, weltweit. Also wenn es meine anderen 6 das hören, kommen zu mir, könnt bei uns leben, wohnen, alles gratis für euch. Okay, das ist der Hammer, oder? Und, aber nicht nur für die sollen wir da sein. Für unsere Doppelgänger, wo wir sagen, ja, mit denen wäre es einfach, sondern er sagt wirklich, richte deinen Blick aus auf Menschen, die gar nicht damit rechnen, dass du deine Hand nach ihnen ausstreckst. Leute, das fängt da auch in der Celebration an. Das fängt aber auch in der Familie an. Es fängt überall dort an, wo du bist. Und am Schluss sagt er, du wirst am Schluss einen Lohn überkommen, der es Vielfaches übersteigt, was du gedacht hättest. Und überlege mal, wenn wir alle in dem Mindset, in die Celebration kommen, in unser Haus, in die Community, überall, oder auch arbeiten, aber ich nehme jetzt das Beispiel, weil Celebration ist mir so im Herz, weil Gott sendet so viele Menschen da rein und ich freue mich, bis wir alle wieder aufnehmen können, die kommen wollen. Und all die Menschen, die da reinkommen, in die Homebase runter, die haben irgendwie schon mal etwas gehört. Von Jesus, von Jüngerschaft, von City Church, von jemandem, der da ist. Und sie sehnen sich danach, in das Feuer reinzukommen. Und sie brauchen Firestarter in ihrem Leben. Und das kannst du machen, indem du mit einem offenen Herz und mit einer offenen Sicht da reinkommst. Ja, ist der Hammer. Also nicht an uns denken, nicht an mich denken, nicht an mich denken, was komme ich über, sondern wirklich, was kann ich geben? Was kannst du geben? Und dann ist jeder Ort für dich interessant, oder? Weil du kannst überall etwas geben. Amen. Das ist die Power, das Band von dieser vollkommenen Liebe. Wir können auch nicht immer alles geben, was wir wollen. Oder? Also, es ist erst so gegangen, du siehst einen Menschen und manchmal ringe ich um Wort, also öfters als nicht. Herr, gib mir ein Wort für die Person. Ich sehe eine Not, ich sehe eine Bedürftigkeit und ich möchte dem Menschen irgendetwas geben. Ich würde ihm auch etwas Materielles geben. Egal, ich möchte sein Herz berühren. Und es ist nicht immer gleich möglich. Also wie ein Schwamm, wenn der schon Wasser drin hat, kann der nicht noch 10 Liter aufnehmen. Aber es gibt Schwämme, die saugen richtig auf. Oder es gibt Schwämme, die sind so trocken, dass sie nichts mehr aufnehmen. Aber du kannst immer etwas geben, stimmt's? Und wir können eben nicht abschätzen, was es auslöst. Und da will ich jetzt ein kleines Beispiel hineingeben, vielleicht sogar 2. Das eine hat Marcel erwähnt, das ist nämlich der Neffe, den wir getroffen haben. Von Rom, ist ein Römer. Ein junger Typ, gell, 20 oder so. 17. Was? Ei. Sieht extrem alt aus in dem Alter. Gott sei Dank hat er keinen Bart gehabt, du hättest gemeint, er wäre älter als ich. Auf jeden Fall hat er ja in dem Fall eine gewisse Reife gehabt. Und ist er wirklich auch eine Person gewesen, mega schön gewesen, ihn kennenzulernen. Ich konnte überhaupt nicht mit ihm reden, ich kann nicht Italienisch und er kann nicht Schweizerdeutsch. Und sonst haben wir auch keine Sprache gefunden. Aber irgendwo
Hammer sind wir doch irgendwie gespürt, mal, wir gehören zusammen. Und ich weiss nicht, ob es am zweiten oder am dritten Abend war, gell, habe ich dann via Kelly einfach mal ihm ein paar Worte gegeben. Wertschätzung und ein offenes Ohr gehabt und habe ihm so Prophezeiungen ins Leben hineingegeben. Aber ich habe nicht gesagt, so spricht der Herr, sondern ich habe einfach ihm Wertschätzung hineingegeben, die ich vom Vater für ihn abgeholt habe. Und habe ihm Worte hineingelegt, die ihm Wert gegeben haben. Und das habe ich dann eigentlich schon wieder vergessen gehabt. Und dann zwei, drei Tage später, und das ist eben auch das Coole, ich habe immer gedacht, hat doch Kelly ihm das Evangelium schon erzählt, oder wie macht sich das? Aber Kelly ist eben so, das ist wirklich, also habe ich gesagt, es ist wirklich im Sein rein, das Zeugnis habe ich schon gegeben. Es ist einfach beeindruckend, wie der Heilige Geist auf ihr ist und wie sie eins nach dem anderen nimmt, weil sie einfach all ihre Wünsche und Sorgen und Hoffnungen hat sie alles bei Jesus deponiert. Und ich hoffe, dass es so bleibt. Und das ist wirklich, ich habe mir eine blaue Tasse gekauft mit einem Muster drauf, dass ich mich immer an das erinnere, wenn ich das Blau anschaue, dass ich oben runterfahre, wenn ich meinen doppelten Kaffee trinke. Wirklich der Hammer, so ein Vorbild. Und nachher am dritten Tag habe ich gedacht, jetzt muss ich ihn mal fragen, jetzt muss ich ihn mal auf Gott ansprechen. Habe ich wieder, via Übersetzung, habe ich ihn gefragt, ja, was ist das Christentum für dich, was bedeutet Jesus für dich? Nein, was bedeutet Jesus für dich, habe ich ihn gefragt. Und er hat mir beantwortet, was Christentum für ihn bedeutet. Das ist eine mega wichtige Religion und so. Ich habe okay, ja, stimmt und so. Zugelassen, dann habe ich gefragt, und hast du eine persönliche Begegnung schon gehabt mit Jesus, oder? Und er sagt, nein, das habe ich noch nie gehabt, oder? Und das war es dann gewesen. Und das ist eben auch spannend. Der Heilige Geist hat gesagt, stell einfach diese Fragen. Also das ist jetzt über eine gewisse Zeit gegangen. Der hätte gar nicht mehr aufnehmen können. Und dann ist eben die Botschaft gekommen, der letzte Abend, wo ich mit der Kelly eine Predigt vorbereitet habe. Das war mega herzig. Sie hat gesagt, ich kann evangelisieren, aber ich kann nicht lehren. Ich habe gesagt, Kelly, es ist so einfach. Ich zeige dir jetzt, wie ich die Predigt vorbereite. Nachher will ich sagen, ich kann es auch. Nachher habe ich mit ihr meine Predigt vorbereitet. Und dann hat sich einer nach dem anderen abgemeldet, ist verhindert gewesen, der wollte kommen. Es war ganz eine andere Crowd am Schluss. Sie haben gesagt, Kelly, super Predigt, wir nehmen sie nicht. Machen etwas anderes. Und habe das Wort bekommen, wie du gesagt hast, eben, dass man durch den Glauben soll, den Berge versenken soll. Sprich zu diesem Berg. Habe das dann gemacht mit den Leuten. Und der Junge, der ist einfach so dort auf dem Sofa gehockt. Und ich habe gedacht, ja, eben, der ist einfach noch nicht so ganz erweckt, oder? Aber Kelly wird ihn das schon richten. Und dann ein bisschen später schaue ich und nachher hast du mit dem Elio zusammen, sind bei ihm und hast dient. Und später frage ich den Marcel, du, was haben wir gemacht? Er sagte, hey, der ist auf uns zugekommen und hat gesagt, er wollte zwei Berge versenken und sei nicht gegangen. Ob wir ihm helfen können, also ob ihr ihm helfen könnt. Wow! So stark, so stark. Nicht jeder kann immer gleich viel aufnehmen, aber du kannst immer etwas weitergeben. Und Personen, die du triffst, die ich treffe, ist mein ganz grosses Ziel, dass ich die Person, nachdem ich sie getroffen habe, wenn irgendwie möglich, besser fühlt als vorher. Und das kannst du auch. Das ist der Power. Merkst du? Das ist die Liebe, die fließt. Ich bin dann einmal bin ich ein Souvenir kaufen, mit dem Wunsch, dass ich das Evangelium weitergeben kann, logischerweise. Und für alle, die denken, uns da falls mega leicht auf der Straße zu sein, es ist eben nicht so. Ich bin aus dem Haus rausgegangen, frohen Mutes, mit der Sonnenbrille und so, lässig. Ich dachte, wow, wer könnte ich ansprechen? Und es war irgendwie gar nichts offen gewesen. Und ich habe gebetet, die ersten 20 Minuten gebetet, oh Herr, gib mir doch Person vom Frieden. Und dann ist es langsam gegangen, dann habe ich zuerst einen Sieg getroffen, einen Souvenirhändler, der offen war. Und nachher bin ich durch Städtli gelaufen und dann ruft mir einen. Dann ruft mir einen und ich sage ihm jetzt Pedro. Und er fragt mich natürlich um Geld. Und der Pedro, der total verkrugelt ausgesehen. Also wirklich überall Haare, Bart, Haare, alles. Hockt er auf dem Bänkli dort, oder? Und packt gerade aus, ist alles schlimm und arbeitslos und ob ich Geld für ihn habe. Und das sind dann die Momente, oder? Was, Herr, was möchtest du machen? Und ich habe ihm dann gesagt, ja, also ich habe empfangen, du mit ihm zu Mittagessen. Und er dachte, okay, ein Sandwich geholt, nein, mache ich nicht. Das Restaurant ist unmöglich gewesen. Ich sage euch nachher, wieso mit ihm. Ich dachte, okay, gut. Und ich habe gesagt, los, bleibst du ein bisschen da hückeln, ich gehe etwas kaufen. Ich gehe zum Mittag einkaufen. Aber ich habe ihm vorher gesagt, aber das Allerwichtigste ist, wenn wir jetzt das Büchlein füllen, wichtiger ist, wie du einen Satz Herz kannst bekommen. Und über das möchte ich mit dir reden.
Und dann war er bang, hellwach gewesen. Und dann wusste ich, oh, ein offenes Herz. Bin jetzt zurückgekommen, mega lang rumgelaufen, bis ich mal etwas zu essen gefunden habe. Schön eingekauft, ein bisschen Brot, ein bisschen Käse, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Früchte, ein bisschen Schocke. Und er hockt auf dem Bänkli, oder? Und ich hocke dann dort, wo es noch Platz hat, aufs Bänkli und fange an mit ihm zu teilen. Es war so gewesen, der Wind ist genau in meine Nase. Und der Mann war wirklich gigantisch gewesen. Der hat Duftnoten gehabt. Und ich habe es schon früher erlebt. Ich habe schon Leute umarmt, die wirklich nie umarmen würden. So. Aber das war gigantisch gewesen. Und wir am Essen, oder? Und dann, gut. Haben wir gegessen. Und ich habe mit ihm angefangen zu reden und hat angefangen seine Geschichte zu erzählen. Und ich habe herausgefunden, dass er Jesus kennt. Er ist von Mosambik, er ist 62 und das hat mich nachher aufgestellt, er hat ausgesehen wie 80. Und er hat gesagt, er fühlt sich jung und so. Ich dachte, ja, dann habe ich auch wieder Hoffnung. Und dann war auch wieder meine Frage, was kann ich ihm mitgeben, oder? Und dann habe ich gewusst, wenn der sich so nicht pflegt, oder, dann hat er keine Chance im Leben. Weil ich habe auch die persönliche Schönheit entdeckt. Ich habe in seine Augen geschaut, ich habe sein Funkeln gesehen und ich habe den schönen Menschen gesehen, hinter diesen vielen, vielen Hindernissen, die einem würden überhaupt das zulassen, dass man Schöne sieht. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, schau, das ist noch nicht abgeschlossen mit dir, ich habe ihm kurz das Evangelium gesagt, ihm kurz über Buß geredet und gesagt, aber das Wichtigste ist jetzt, dass du heimgehst und dass du dir schaust. Dass du dir schaust. Und er hat es zuhause gehabt. Und ich habe ihm gesagt, und das war ein Trick, du dich jeden Tag so vorbereiten, wie wenn du könntest eine nette Frau treffen könntest. Aber es ist ein bisschen um die Hygiene gegangen bei ihm. Und das hat er angenommen. Und am Schluss hat er ein Gebet wählen und ich konnte für ihn beten. Und warum erzähle ich euch die Geschichte? Weil nicht jeder kann immer alles aufnehmen. Ich konnte ihn nicht an diesem Tag taufen, ich konnte ihn auch nicht in die Hauschurch einladen, das war alles nicht möglich gewesen. Aber ich konnte ihm etwas mitgeben, das sein Herz aufgesogen hat. Und das hat mega Power gehabt, Halleluja. Das hat extrem Kraft. Und darum, ich sage, wo sollen wir ein Firestarter sein? Logischerweise bei uns im Nächsten. Aber zuallererst bei unseren Geschwistern. Und es soll nicht um uns gehen, was wir bekommen, sondern die Frage ist immer, Herr, wie kann ich das Herz erreichen, wie kann ich das Herz berühren? Amen. Wer will die Herzen berühren? Halleluja, Halleluja. Was sind denn die Hindernisse? Gibt es überhaupt Hindernisse, dass wir das nicht machen? Jetzt gebe ich ein bisschen Speed rein, da, weil eben so ich will euch auch nicht so lange da unten behalten in der Homebase. Es gibt Hindernisse, ich gehe jetzt aber nicht extrem auf die ein, aber ich will es erwähnen, weil es jeder kennt. Erstens, dass man selber nicht gefüllt ist mit dieser Liebe. Hat man das Gefühl, ich habe gar nichts zu geben. Und das stimmt, das ist wahr, aber interessanterweise, wenn du das ignorierst und so handelst, wie wenn du Liebe hättest, wirst du auch angezündet. Hast du schon mal ausprobiert? Also fühlst du dich extrem grumpelig? Ist mir genau gestern passiert. Wir waren im IKEA. Also wir waren eben nicht. Also ich bin nicht. Wir waren in St. Gallen. Das ist das Schlimmste ever. Hey, die sind vor dem H&M sind sie angestanden. Und der älteste Sohn hat zügelt, Hammer. Wunderschönes Zimmer in St. Gallen. Wir sind in IKEA. Und ich habe gesagt, oh, ich bleibe lieber unten im Auto und habe dann ein bisschen geschlafen. Ich bin dann zuerst noch rauf, aber man hätte dann müssen anstehen und aus dem IKEA raus. Unmöglich. Und ich bin dann durch die Tiefgarage wieder ins Auto geschlichen und habe dort ein bisschen geschlafen. Während die anderen pöstelt haben, gemütlich. Und dann sind die wieder zurückgekommen. Und die haben ja eigentlich den Stress gehabt. Ich habe ja nur geschlafen, oder? Aber ich habe so schlecht geschlafen, dass ich bin richtig grumpelig war, als ich davon wachen bin. Und dann haben die mir gesagt, hey, wieso bist du eigentlich so grumpelig? Wir müssen doch grumpelig sein, wir sind doch einkaufen. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich schalte um. Es geht. Und dann fangst du an, freundlich zu werden, ob du dich gar nicht so fühlst, oder? Vielleicht sind es ein bisschen schwierige Anfänge, aber nachher bist du freundlich und nachher merkst du, es wird echt und Gott ist drin. Also wenn du nicht von der Liebe von Gott gefüllt bist, egal, du wirst nicht gefüllter, wenn du nichts machst. Gang auf jemanden zu und mach einen Akt von der Liebe. Amen. Und das Zweite ist Minderwert, dass man das Gefühl hat, ich habe nichts zu geben. Wer bin ich denn, dass ich etwas zu geben habe?
Das geht auch ein bisschen darin, dass man vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat. Man hat sich vielleicht mal rausgewagt und hat eins aufs Dach bekommen. Es ist ja auch nicht garantiert, dass deine Liebestaten immer bejubelt werden. Das ist nie nicht geschrieben. Aber trotzdem sollen wir lieben. Kann sein, dass du schlechte Erfahrungen gemacht hast, dich zurückgezogen hast und gesagt, ja, jetzt mache ich gar nichts mehr. Und es kann aber auch sein, dass du einfach schüch bist oder Scham hast. Dass du eigentlich schon gerne würdest, aber... Und die Antwort auf all diese Hindernisse ist einfach. Du bist Salz von dieser Erde. Ja, womit sollen wir denn salzen, wenn nicht mit dir? Du bist Salz. Amen. Du bist das Licht von dieser Erde. Wenn du nicht leuchtest, wer leuchtet denn sonst? Es leuchtet niemand. Und darum möchte ich jetzt eigentlich dringendst, nicht dringend, aber ich möchte landen mit einer Botschaft, die ich weiss, die wird dich richtig verändern. Das wird dir ein Bewusstsein geben, dass du nachher nicht mehr der gleiche sein wirst. Are you ready? Magst du dich erinnern, wo Jesus erst mal auftreten ist, Markus 1,14 zum Beispiel? Was hat Jesus gesagt? Was waren seine ersten Worte? Wer weiß es, darf es einfach hineinrufen. Repent, tut Buße, ja. Hat er noch etwas mehr gesagt? Das Reich Gottes ist nahe. Halleluja. Das hat Jesus gesagt. Hey, das Reich Gottes ist nahe, es passiert jetzt dann etwas, bereite dich vor. Darum repent, du Buße, denk um, weil mit deinem Denken wirst du, das wird nicht passen. Du musst umkehren. Aber er hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe. Amen. Jetzt ist das Reich Gottes immer noch nahe. Nein, es ist da. Juhu, es ist nicht mehr näher. Es ist da. Wie wo er uns heute eingeladen hat am Tisch vom Table, ist jemand zu mir und gesagt, ich lade dich ein. Ich sage, danke vielmals, aber ich bin schon dort. Ich nehme die Einladung gerne nochmal an, als Freundlichkeit, aber ich bin schon dort. Und das Reich Gottes ist da. Amen. Weil Christus in dir. Und jetzt darfst du aufstehen. Jetzt darfst du aufstehen. Und jetzt möchte ich dir in ein Bewusstsein hineinführen, wo du möglicherweise so gar noch nie gehabt hast. In dir innen lebt Jesus. Amen. Da, wo du stehst, ist Reich Gottes. Amen. Ich kann nicht sagen, wie gross das Reich ist, aber mindestens dort, wo deine Füße sind, ist Reich Gottes. Amen. Weil du sagst schon im Josua, jeden Fußschritt, den du machst, das Land will ich dir geben. Josua 1. Hammerstill. Könnt ihr nachlesen. Das Reich Gottes ist da. Jetzt, ja, spürst. Weil du bist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist in dir. Jesus ist in dir. Du gehst nicht in die Kirche, du bist Kirche. Wo du bist, ist Church. Wo du bist, ist Reich Gottes. Amen. Das Reich Gottes ist da. Jetzt, bei Jesus war das Gleiche. Ja, jemand streckt schon die Hände in die Luft. Das ist Hammer. Das ist die richtige Ausgangsstellung. Weil das Reich Gottes ist da. Und du bist Reich Gottes. Du bist Reich Gottes. Es ist nicht näher. Es ist da. Amen. Das Reich Gottes ist da. Yes. Und jetzt, wie gross ist das Reich Gottes? Ich weiß es nicht. Bei Jesus war es riesig gewesen. Das heisst, er hatte so eine Ausstrahlung gehabt, oder? Und ich mag mich jetzt nicht einschätzen, aber beim Petrus war es auch recht gross gewesen. Weil sein Schatten hat die Krankheit geheilt. Warum? Weil das Reich Gottes nahe war? Nein. Weil das Reich Gottes da war. Für wer war das Reich Gottes nahe gewesen? Für die geheilt worden sind, ja, die in den Schatten gekommen sind. Also für Leute um dich herum, wo das Reich Gottes noch nicht da ist, ist das Reich Gottes nahe. Amen. Gut, okay, jetzt bist du da, das Reich Gottes ist auf dir. Okay, jetzt, Dick, mach mal einen Schritt. Bewusster Schritt. Wo ist das Reich Gottes jetzt? Ja, es ist immer noch da. Hammer! Yes. Es ist Mikro. Merkst du etwas? Gigantisch! Du kannst nicht raus. Geh einen Schritt zurück. Hopp. Und das Reich Gottes ist wieder Mikro. Und wieder ein Schritt, und das Reich Gottes ist da, Halleluja. Und die Salbe vom Herrn ist auf dir. Und Jesus lebt in dir, er wohnt in dir, ja, und jemand fängt an zu tanzen. Und das Reich Gottes ist da, und das Reich Gottes ist da. Probier das mal ein bisschen aus. Und das Reich Gottes ist da. Bis du spürst, und spürst, aha, das Reich Gottes ist da. Und das Fundament wird immer grösser, und das Reich Gottes ist da. Und Menschen um dich herum werden plötzlich merken, das Reich Gottes ist näher. Weil du bist näher. Das Reich Gottes ist da. Halleluja. Das Reich Gottes ist da. Weil du bist Salz von dieser Erde. Und können wir gerade noch eine Folie führen gehen.
Das Reich Gottes ist da. Halleluja. Und das ist die Power vom Evangelium. Habe ich die Folie vergessen, oder? Also es ist jetzt nicht die umwerfende Folie, aber es ist doch eine recht geile Folie. Kommt noch mal etwas. Yeah! Du bist da. Wo du bist, ist das Reich Gottes. Halleluja. Und das wollen wir uns jetzt wirklich vergegenwärtigen. Der Wiedergeborene ist geheiligt durch das Blut Jesus, durch seine Umkehr, durch seine Hingabe. Erneuert die Gesinnung, das Reich Gottes ist da. Es fehlt nichts. Halleluja. Das bedeutet, du bist ein Firestarter, das Reich Gottes ist in dir. Halleluja. Und ich danke dir, Vater, dass du da bist und das Reich Gottes ist mitten unter uns, weil du da bist. Halleluja. Du bist in mir, du bist in meinen Geschwistern. Und wo ich hingehe, ist Reich Gottes. Und wo du hingehst, ist Reich Gottes. Was für ein Segen. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Yes, 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 yes. So sind wir jetzt vollkommen ausgerüstet zum Firestarter sein. Amen. Ich hatte eine Vision für die Church. Offenbarung 3, 8, 7 ist das Wort von Jesus an Philadelphia. Was heisst, ich bin der Wahrhaftige, ich rede zu dir, Philadelphia, oder City Church. Ich bin der, der den Schlüssel Davids hat. Ich kann Türen aufmachen, die niemand aufmachen kann. Und ich kann Türen zuschliessen, die niemand mehr aufmachen kann. Also ich kann Türen öffnen und ich kann Türen schliessen. Und dann sagt er, und ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben, weil du meinen Namen nicht verleugnet hast. Du hast eine kleine Kraft, aber eine offene Tür. Und ich möchte die Zweierserie einfach schliessen mit dieser Grafik, die ich euch das letzte Mal gemacht habe. Das sind wir. Das ist unsere Church. Überall sind Menschen. Da sind wir jetzt vielleicht in einer Celebration oder in einem Haus. Und wir haben eine kleine Kraft, das ist so. Jesus ist unsere grosse Kraft, selber haben wir nur eine kleine Kraft. Aber indem, dass wir die Liebe fliessen lassen, entstehen Connections. Und das hat schon angefangen. Und die Connections, die sind ein Netz, wo Menschen auffängt, wo wieder Connections machen können. Und ich möchte, dass wir alle so Connections machen in dieser kommenden Woche. In dieser Art und Weise, wie wir es jetzt von Jesus gelernt haben. Nicht, was mir etwas bringt, sondern was Jesus will. Bist du einverstanden? So können wir die Welt erreichen, in einer ganz praktischen Art und Weise. Halleluja. Und in dem Sinne wird die Welt erkennen, dass wir jünger sind und wird sich anschliessen. Auch ein Jünger von Jesus Christus zu werden. Halleluja. Glory, glory. Führt mich dann zu der letzten Frage. Was spricht Gott zu dir? Halleluja.